Egal, es bringt uns Hitzekoller. Das ist ziemlich cool. Ich glaube sogar, Knackleon, kann sich Knackleon das erlernen? Ich glaube, ja. Ich weiß es nicht. Ah. Alter, was ist denn mit mir los? Warum muss ich so viel gähnen? Alter. Oh Mann. Tschum. Ich weiß nicht. Ah, Luxusbox schon wieder, geil. Energieball sieht so behindert aus irgendwie, wenn das so lang schwabbelt. Schwabbel. Schwabbelob. Mach hallo, Schwabbelob. Wir kommen hier, Alter. Ziemlich gut durch. Ein Flora-Gummi. Nice. Schade, keine neue IQ-Fähigkeit. Hallo Kleinstein. Oh, fast 200 Damage machen wir schon. Also an einem doppeleffektiven Pokémon. Zack. Nice. Nice, noch ein Floragummi. Oh, schön, Alter. Schön, noch ein Floragummi. Alter, Vater, ist das geil. Spezialverteidigung um 1 gestiegen, okay. Wow. Treppe dürfte hier unten sein, genau. Yeah. Cooler Fadenschuss, Alter. Cooler Fadenschuss. Hallo, Weser. Batz. Kannst du auch was anderes aus der Fadenschuss on you? Boah, Bots. Das ging schnell. Naja, doppelt effektive Attacken halt, ne? Boah, blopp. Irgendwie feiere ich die Fähigkeit Energieball, ja, ne? Die Attacke, nicht Fähigkeit. Bots. nee. Obwohl, ich hätte ihn eigentlich aufnehmen können. Damn. Egal. Egal. Alter. Warum muss ich denn so viel gähnen? Meine Güte. Oh. Ist jetzt... Alter, schon leer. What? Nehme Tackle. Tackle. Top Elixier. Zielleben erreicht. Nice. Das heißt, hier müssen wir, glaube ich, Hornly abliefern, oder? Oh. Zack. Zack. Oh, ja, okay. Nein. Tim. Kleinstein, zurück zur Gilde. Ja. Zack. Und zack. Nein! Ich glaube, die Namen ändern sich. Der Name zum Beispiel von Kleinstein gerade wurde braun. Das heißt, ändern sich die Namen, wenn wir das schon im Team haben? Ich glaube schon, oder? Zielleben erreicht, genau. Ich wollte jetzt nicht die Mission nicht schaffen. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, was wir hier machen müssen. Welches Pokémon wir hier sehen müssen? Ah, da. Vabribi. Vielen Dank, ihr hattet doch Belohnung in der Gilde, ja. Flieht in Dungeon. Nein. Ja. Hallo Orb, Lame Orb. Hey, jetzt ist Kleinstein wieder blau gewesen. Oder ist die Farbe nur ändert, wenn. Ändert sich die Farbe nur, wenn ein Pokémon ins Team will? Zielebene erreicht, ja. Zack. Hallo, Corazon. Sweet. Corazon ist ein schönes Pokémon. Ach ja. Nein, noch nicht gehen. Ja, eine Mission haben wir, glaube ich, noch. Wir hatten 4 Missionen. Glaube ich. Ich bin mir gar nicht so sicher. Zack.
Das ist unsere letzte, ne? Anderes, Missionsziele. Ja. Ja, ich wusste doch, dass das das Pokémon ist. Ja, der Ganove. Das war irgendwie klar, weil ich habe hier noch kein einziges Vabribi gesehen. Abgesehen von dem, das wir gerettet haben. Und auf einmal kommt hier Vabribi, was? Auf einem Stachelberg? Ne. Hat nicht so logisch geklungen. Hitzekoller, Klargummi. 30 Erkunderrangpunkte. Die Erkunderrangpunkte steigen und steigen. Stilles Spezialband, genau. Oh, mehr nicht? Manu. Rotgummi. 30 Erkunderrangpunkte. Und rosa Gummi. Nice. Und wieso kriegen wir nur ein Item immer, Manu? Stopf, Stink, Schmatz, Schlabberstöf, Stopf, Stink, Schmatz, Schlabberstöf. Yeah. Erstens auch etwas schlafen, ja. Morgen packen wir es wieder an. Oh, oh, oh. Irgendwas passiert wieder. Oh. Was? Auf der letzten Expedition haben wir unser Fett wirklich wegbekommen. Ja. Knuddelhoff hat uns den Rest gegeben. Und ich denke nicht daran, es zu vergessen, wie erniedrigend ich Rache. Auf die eine oder andere Weise, ganz egal wie. Um ehrlich zu sein, wir haben keine Chance gegen Knuddelhoff. Ah, ich bin so wütend, es frisst mich auf. Ich muss einen Weg geben, es gemein zu sein. Ich würde lieber nur auf Schwächlinge rumhacken. Oh, hey. Wie wäre es, wenn wir uns die Schwächlinge von... den Schwächlingen von dem Pokéback rächen, anstatt der Knuddelhoff? Tja, tolle Idee. Wow, wir wissen ja, dass der Pokéback aus Feigling besteht. Also ich bin kein Feigling. Dragon ja, aber ich nicht. Es ist Zeit, einen Plan zu schmieden, Jungs. Tja, okay. Was ist denn mit denen? Der nächste Morgen. Aufgestanden habt ihr fürs Morgen. Guten Morgen. Ja, speichern. Speichern wollen wir sicherlich. Ich sitze gerade irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie sitze ich nicht so bequem wie sonst. Ich weiß auch nicht warum. Mit einem Lachen, wenn wir es machen. Okay, mal kurz einer die Arbeit zu gehen. Hurra! Oh, zwei. Bevor ihr heute mit der Arbeit beginnt, ich möchte, dass ihr noch eine Besorgung macht. Eine Besorgung? Ja, eine Besorgung. Geht zum Kekleon-Markt und fragt die Besitzer, ob sie vorhaben, perfekte Äpfel in ihr Sortiment aufzunehmen. Wir sollen fragen, ob sie perfekte Äpfel ins Sortiment aufnehmen wollen. Beim Kekleon-Markt? Wir sollten herausfinden, ob sie perfekte Äpfel verkaufen wollen? Ja! Richtig, der Genspeicher fast reicht nicht. Perfekte Äpfel, zumindest wäre genug Platz. Doch der Genmeister plündert die Vorräte heimlich, wenn niemand ihn sieht. Und ihr wisst, was passiert, wenn der Genmeister ohne perfekte Äpfel auskommen muss. Aber eine frische Ladung zu besorgen ist jedes Mal wieder eine Schufterei. Ständig Erkundungsteams in den Apfelwald zu schicken, wenn der Vorrat alle ist, das ist einfach zu viel Arbeit. Wenn der Kekleon-Markt perfekte Äpfel im Sortiment hätte, könnten wir sie dort kaufen? Sehr richtig. Okay. Wir machen uns auf den Weg zum Kekleon-Markt. Großartig, das wäre also erledigt. Jo, ich wollte da eh hin. Also von daher. Vorher nochmal Jobs angucken. Oh, Fragezeichen-Mission. Kamaup will uns dann beitreten. Das ist cool. Das ist cool. Essen-Mission. Das ist geil. Essmission. Oh mein Gott, die nehmen wir gerne an. Ja, was hatten wir jetzt? Apfelwald. Apfelwald nehmen wir auf jeden Fall mit. Und das Nebelwald. Ein Paras schließt uns an, okay.
Er will sich uns anschließen. Was haben wir eigentlich? Welser. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Welser ist... Ja? Ja, ja. Welser, Kamaup und Paras. Ja, gut. Ja, gut. Okay. Ich glaube, da machen wir gleich erstmal den Nebelsee. Nehmen, bitte. Denn... Ja, so eine Essmission ist schon ganz geil. Zwirfenst. Hey, ist das nicht... Hallo. Ihr seid von der Gilde, wenn ich mich nicht irre. Ja, sind wir. Wir sind für den Pokepakt. Wir arbeiten für die Gilde. Freut uns sehr, dich zu treffen. Was machst du denn in der Stadt, Zwölfenst? Einkaufen? Nein, nein. Ich halte nur ein wenig gemütliches Plauschen. Einen gemütlichen Plausch, so. Ja, sozusagen, hier festgenagelt, der große Zwölfenst. Echt, ja, eine solche Berühmtheit. Wir fangen an, uns zu unterhalten. Es war ein erstaunliches Gespräch. Der große Zwölfenst ist so wortgewandt und weise. Ich bin äußerst beeindruckt. Die Gerüchte sind wohl wahr. Zwölfenst, du musst wirklich klug sein, wie alle sagen. So klug sein. Darf ich fragen, Dragon, was ich für euch tun kann? Wollt ihr etwas kaufen? Oh ja, wir haben gute Ware. Leider nein. Heute sind wir nicht so viel hier, weil wir eine Frage haben. Wisst ihr? Ich verstehe. Perfekte Äpfel. Leider muss ich euch enttäuschen. Wir haben nicht vor, perfekte Äpfel zu verkaufen. Oh, okay, das ist schade. Plauderguy wird über diese Nachricht enttäuscht sein. Azuri, beeil dich. Warte auf mich. Die Brüder Mary und Azuri. Na, hallo ihr beiden. Hallo Brüder Kekleon. Oh, und die Pokepakt ist auch da. Was ist los? Warum so eilig? Erinnert ihr euch an das verlorene Item, das wir suchen? Verlorenes Item? Meinst du dasselbe, dass ihr das letzte Mal gesucht habt? Ja, und sind Schwimmreif. Ein Schwimmreif? Das ist aber ein ziemlich kostbares Item. Ja, darum suchen wir schon sehr lange verzweifelt danach. Und dann hat jemand gesagt, dass er heute am Strand einen Schwimmreif gesehen hat. Jetzt laufen wir so schnell wie wir können zum Strand. Reizende Kerlchen. Oh, könnte für unseren Plan nützlich sein. Jetzt in den Boss und gehen dann hinterher. Alter. Das ist großartig. Wie schön, dass er endlich aufgetaucht ist. Ja. Yep. Komm schon, Azuriel. Beeilen wir uns. Yep. Ich habe mich schon gefragt, wie die beiden kleinen Brüder mit ihrer Suche nach dem Item vorankommen. Freut mich für sie. Wie es aussieht, haben sie es gefunden. Ich habe noch nie etwas von einem Schwimmreif gehört. Für was ist so etwas gut? Ein Schwimmreif ist ein Item, das speziell für Azuriel gedacht ist. Man kann es nur bekommen, indem man immer wieder kostbare Schätze eintauscht. Daher soll es ein ausgesprochen seltenes Item sein. Boah, tatsächlich. Unser Geschäft ist der Handel mit Items, aber davon haben wir noch nie gehört. Es muss sehr selten sein. Ein so seltenes Item zu verkaufen, das wird uns wohl niemals vergönnt sein. Zu verkaufen? Hey, da fällt mir etwas ein. Wir müssen Plauderguy noch wegen der perfekten Äpfel Bescheid geben. Gehen wir zurück zur Gilde. Oh Mann, ich wollte eigentlich einkaufen, aber okay. Was? Sie haben nicht vor, perfekte Äpfel zu verkaufen? Oh, was soll ich jetzt noch tun? Wir könnten ein paar perfekte Äpfel aus dem Apfelwald holen. Was? Das war ein Witz sein. Ihr wart bereits einmal im Apfelwald. Ihr habt kläglich versagt. Ich ertrage das kein zweites Mal. Ich kann das nicht, alles nicht schon wieder durchmachen. Nein, tut mir leid. Ihr zwei wart auf der letzten Expedition wirklich hervorragend. Ich weiß so schätzen, was ihr vor uns getan habt. Aber dieser Vorfall mit dem Gildenmeister und dem perfekten Äpfel, das war für mich ein traumatisches Erlebnis. Ich glaube, ich werde den perfekten Äpfel selbst finden müssen. Das geht so auf, ich weiß nicht. Oh. Das ist so ein ekliges Gefühl wieder. Ich hatte das in irgendeiner Part oder so schon mal angesprochen.
oder in irgendeinem Video. Es fühlt sich gerade einfach so an, als ob meine Ohren gleich platzen. Oh. Weiß nicht, das ist so ein... Oh, was ist das für ein Gefühl? Als ob halt Luft in meinem Ohr drin ist, die nicht mehr rauskommen kann. Dadurch entsteht so ein komisches... Nicht mal knistern, aber so ein Gefühl, als würde die Blase sich immer so wieder ausbreiten und wieder zusammenziehen, ausbreiten, zusammenziehen, ausbreiten, zusammenziehen. Das ist so eklig. Das ist so eklig. Das ist so ein komisches Gefühl. Das ist so... Nee. Ich weiß auch nicht, ob man das jetzt verstanden hat, wie ich das meine. Aber... Es ist richtig, richtig anstrengend, dieses Gefühl. Und vor allem höre ich mich dann immer schlecht... Schaufeln. Immer schlechter, wenn ich dieses Geräusch habe oder das, ja, mit den Ohren habe. Das wäre so, als würde man mir die Ohren zuhalten. Auch. Ja, irgendwie so in der Art. Naja. Was soll's. Wird schon irgendwann weggehen. Hoffentlich. So, das lagern. Ach komm, die Luxus-Orb. Ja, die Luxus-Box kann ich auch schnell lagern. Das mache ich irgendein andermal. Wir nehmen. Wir haben ein paar Gummis bekommen. Klar, Gummi rosa, Gummi rot, Gummi. Das war's. Wir haben zweimal Durchbruch noch. Oh. Das ist schön. Das ist schön. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Ach ja. Dim, 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 dim. Jobliste. Ich wollte erst in den Nebelwald gehen, ne? Wollte ich erst in den Nebelwald? Ja. Nidorino. Es könnte stark sein, das Nidorino, auf jeden Fall. Sollten wir aufpassen vor. Definitiv. Noch ein Orangegummi, Alter. Zwei Orangegummi für Dragon. Eins. Zwei. Und ja, die sind für mich. Beschützer. Gucke ich mir gleich an. Dein Dragon kriegt jetzt die nächsten Gummis. So, okay. Ach ne, das war hier. Das ist ein Teammitglied an der Seite eines Pokémon Schwierigkeiten und hat nur noch wenige KP, springt das Pokémon ein und macht sich zum Ziel der Angriffe und Attacken, die auf das Teammitglied gerichtet sind. Das ist ziemlich praktisch. Das ist ziemlich, ziemlich praktisch. Ein Farbigel. Zack. Okay. Ja, wo waren die Missionen? Ich weiß gar nicht, auf welcher Ebene. 11 und 7. Okay, ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Hallo, Hutut. Jim, Jim, Jim. Zack. Yeah. Jo Leute, der Aufnahmefehler, der in Minecraft Skyblock schon so oft aufgetreten ist, ist jetzt auch im Mystery Dungeon vertreten gewesen. Ja, deswegen wird der Part, der ab dem es asynchron ist, jetzt vorgespult. Sorry.
gestohlen werden würde, seid versichert, dass ich euch allen von voll und ganz vertraue. Aber ich muss eines klarstellen. Ihr dürft niemals irgendwem erzählen, was ihr auf unserer Expedition gesehen habt. Verstanden? Natürlich. Ich habe keine große Klappe. Krakelo, nein, du doch nicht. Ich würde das Versprechen als Chef nie vergessen. Okay, seid alle still. Es tut mir leid, dass ich euch aufgehalten habe. Ohne weitere Umschweife auf die Plätze fertig. Okay. Die Stimme von Plaudergeil geht mir voll auf Ohren.